Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir ein Tool vorstellen, mit dem du ja relativ einfach Verträge oder sonstige Dokumente ja von deinen Kunden oder Geschäftspartnern signieren lassen kannst und möchte da auch kurz einen Tipp geben, wie du ja ein Tool bekommst, welches ja relativ kostengünstig ist. Allerdings ja, das Angebot ist wie bei vielen einfach halt immer etwas begrenzt und von daher weiß ich nicht, wann du jetzt dieses Video schaust und ob das Video beziehungsweise ob das Angebot dann noch aktuell ist, musst du dann einfach austesten. Grundsätzlich ist es so, die Dokumentsignierungen, wenn du jetzt viel mit Kunden über Distanz oder so arbeitest, dann macht es durchaus Sinn, bevor du immer ja eine Mail versendest mit dem Vertrag. Die Person muss den dann ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen, zurückmailen. Und oft ist es halt eine sehr langwierige Geschichte. Und da gibt es solche ja, Signierungstools, die das Ganze eben einfach vereinfachen, indem man ja via das Tool das Dokument übermittelt und man kann es dann eben dort sofort unterschreiben und einfach zurückschicken. Da gibt es viele Anbieter im Markt. Es ist so, ich habe dir hier mal ein paar aufgerufen, einfach damit du siehst, was so die Regel ist. Und wenn man in die Preise reinschaut, dann stellst du fest, egal was jetzt da eine Sonderfunktion ist, in dem Moment, wo du mehr als 3 oder 5 Dokumente pro Monat quasi unterschreiben lassen willst, beziehungsweise hin und her senden willst, ist es so, dass du mindestens $13 im Monat oder $10 im Monat für investieren musst, je nach Anbieter, um einfach diese Unbegrenztheit hier rauszuhaben. Ob das jetzt hier bei HelloSign ist oder bei DocuSign, das sind es dann 9 € pro Monat. Ja, und da hast du aber auch dann nur diese 5 Dokumentsendungen drin, wenn du unbegrenzt haben willst, müsstest du dann hier schon auf die 23 € gehen. Oder hier bei DocSketch zum Beispiel, da hast du auch schon in der Free-Version ja im Prinzip ein paar gute Funktionen drin. Und als Pro-User sind es dann halt 15 € im Monat. Ja, also du siehst, das sind immer so um die $10, 10 € Kosten. Und ja, ist jetzt nicht dramatisch, weil gute Tools kosten halt eben Geld. Aber ich möchte jetzt in diesem Video einfach, möchte ich dich auf ein Angebot hinweisen, welches DocSketch via App Sumo aktuell hat, wo du dir quasi ja mit einer Einmalzahlung einen Lifetime-Zugang sichern kannst. Und gerade wenn du ja mit Kunden über Distanz arbeitest und dir das Ganze mit der E-Mail hin und her Schickerei einfach zu viel ist oder zu kompliziert ist, dann hast du hier ein gutes Tool. Und wenn du das Ganze als Investment siehst, hast du das auch schon nach 2, 3 Monaten dieses Investment auch wieder draußen und kannst das Tool ein Leben lang, wie gesagt, auch nutzen. Also, und zwar das Angebot, von dem ich gerade spreche, den Link, ja, stelle ich dir unterhalb des Videos dann nochmal zur Verfügung, ist hier das Angebot über App Sumo. Und hier kannst du DocSketch mit den Funktionen, ich zeige dir die mal kurz. Wo haben wir sie? Hier unten war es genau. Hier siehst du für $49, ja, einmalig, ja, kriegst du einen Lifetime Access, also einen Lifetime Zugang und kannst dann quasi für einen Code dieses Tool dann halt nutzen. Das heißt, für einen User kannst du unlimitiert Signaturen, also Dokumente signieren lassen, kannst das Ganze auch tracken. Es gibt Templates, wenn du das möchtest. Also du siehst, für $50 hast du das, ja, hast du ein gutes Tool, mit dem du sofort richtig gut arbeiten kannst und ja, wo sich nach 3 bis 5 Monaten auf jeden Fall ja, egalisiert. Wenn du natürlich mit mehreren Benutzern arbeiten möchtest, dann musst du halt dementsprechend das Ganze halt upgraden. Aber du siehst, du kannst, hier gibt es auch nochmal ein Video, wo das Ganze erklärt wird. Du kannst ja, hier Dokumente quasi hochladen, also zum Beispiel einen Antrag, einen Auftrag kannst du hochladen und kannst den dann mit einer Nachricht an die jeweilige Person versenden.
Die Person kann das Ganze dann signieren, ja, und dir einfach quasi zurücksenden. Das funktioniert relativ einfach. Man kann es entweder via Maus dann, wenn man es direkt am PC macht, via Maus unterschreiben, oder man tippt seinen Namen ein und macht dann einfach einen Schriftzug quasi daraus und kann den einsetzen. Siehst du hier, ja, die kann man dann quasi auch hinterlegen, oder über Draw kann man dann eben mit der Maus dementsprechend das Ganze ja, unterschreiben. Also richtig cooles Tool, schau es dir einfach an. Ich hoffe, der Tipp ja, war für dich hilfreich. Wie gesagt, der Preis ist unschlagbar und ist ein richtig gutes Investment. Ja, falls du daran Interesse hast, ja, schau es dir einfach mal im Detail an. Link findest du unterhalb des Videos. Mich würde natürlich auch interessieren, welche Tools du nutzt, welche Tools oder welche Erfahrungen du mit den Tools gemacht hast. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg mit DocSketch. Alles Gute. Und ja, wenn das Ganze für dich interessant war, lass mir doch einen Daumen hoch da. Teile das Ganze auch gerne mit deinem Netzwerk. Ja, in diesem Sinne, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.